Ich spreche mit Martin Lindner, den neuen Kollegen aus der VHS Lingen, der sich beworben hat auf eine Stelle Bildungsmanager, Bildungsmanagerin. Das ist schon mal ganz ungewöhnlich. Herzlich willkommen, Martin. Hallo. Normalerweise steht ja immer pädagogisch hauptamtlicher Mitarbeiter oder Fachbereichsleiter. In dieser Stellenausschreibung, die du mir gegeben hast, steht drin, dass du für die Fortschreibung des Konzeptes der erweiterten Lernwelten zuständig bist, dass du pädagogisch-didaktische Betreuung machst von Mitarbeitern, dass du Marktkenntnisse hast und damit die Geschäftsführung in diesem Bereich berätst, Qualifizierung für Kursleitende und dann Social Marketing. Und was mich natürlich besonders anregt, ist, dass du Netzwerkkooperation für Regionen auf Landes- und Bundesebene bist. Also ganz umfangreich. Und wahrscheinlich auch noch selber Veranstaltungen mache. Okay, ja, weil du auch noch einen Fachbereich übernimmst, ne? Ja gut, das ist natürlich jetzt erstmal Digitalisierung. Digitale Volksbildung nenne ich es jetzt gerade für uns. Okay, damit hat die VHS Lingen etwas gemacht, das würde ich sagen, sie hat sich einen Fachmann für erweiterte Lernwelten geholt. Wie verstehe ich das? Machst du sozusagen das ganze Digitale und was machen noch deine Kollegen? Ja, also ja, es ist so eine Art Stabsstelle, würde ich sagen. Ja. Also in engem Kontakt mit der Leiterin, mit Frau Bischoff, die verantwortlich ist letztlich für die Ausschreibung. Also jemand hat sich das ausgedacht und diese Ausschreibung so verfasst und das war Frau Bischoff. Ich war sehr überrascht, dass es so eine Ausschreibung überhaupt gibt. Ich wusste auch nicht, wie das heißt. Bildungsmanager hat mir irgendwie gut gefallen. Es trifft auch genau zu. Also es, ehrlich gesagt, ich mache genau das, was drinsteht. Also es ist tatsächlich genau die Wahrheit. Genau darum geht es. Und ich kann jetzt endlich mal meiner Tochter erklären, was ich tue. Ich habe jetzt eine Berufsbezeichnung, die hatte ich lange Zeit nicht, außer Berater oder Forscher oder irgend sowas. Ja, ich mache genau das, was drinsteht. Es ist sehr viel. Nein, ich nehme nicht allen Leuten irgendwas ab. Die machen auch solche Dinge ganz persönlich. Ich versuche das zu koordinieren und versuche eine Art Gesamtstrategie daraus zu erarbeiten und mit ihnen gemeinsam dann halt festzulegen, wo man am meisten Energie reinsteckt. Also es ist vor allem Energie und Energie- und Arbeitszeitproblem. Dass man einfach sagt, was machen wir vor allem diesem riesengroßen Baustelle? Da gibt es ganz viel zu tun. Ne? Es ist fast nichts fertig. Wo fängt man an? Ne? Irgendwo muss man ja anfangen. Und jeder Einzelne dann auch. Also aus meinen früheren Erfahrungen in anderen Einrichtungen war es immer so, man hat ein dickes Brett gebohrt und irgendwann hat man dann noch jemand dazu geholt. Und der hat das dann als Aufgabe bekommen. Und damit haben alle anderen Kollegen dann erstmal sich entspannt zurückgelehnt und haben gesagt, jetzt haben wir ja jemanden für Digitalisierung, jetzt gucken wir mal, was der Martin da so macht. Ja. Ist meine Vorstellung da so richtig oder läuft es ganz anders? Also bis jetzt gar nicht. Also bei uns läuft es nicht so. Die sind heilfroh, dass jemand da ist, der irgendwie versucht, das Bild im Kopf zu haben von dem Ganzen, weil das kann keiner. Die machen ja ihren Kram und da ist einiges zu tun. Also die sind schon gut beschäftigt, so ist es nicht. Also es geht jetzt immer um die Leute in der Volkshochschule erstmal, ne? Also die an ihren Tischen sitzen und die Fachbereiche betreuen und so weiter. Das sind, wie viele sind wir da? 8 bis 10, so würde ich jetzt mal sagen, die jetzt damit zu tun haben. So, also die sind heilfroh, dass sich da jemand drum kümmert, natürlich, aber das heißt nicht, dass sie nicht dafür verantwortlich wären oder dass es nichts mit ihrem, man entwickelt idealerweise dann zusammen was und ich kann mir auch gar nicht vorstellen, wenn man das anders machen könnte. Sie können das nicht allein, das geht so nicht, also auch dann nicht, wenn sie mehr Ahnung hätten, als die meisten überhaupt generell haben. Und ich könnte es auch nicht allein. Also man muss das zusammen machen. Es ist, im Grunde kann ich mir keine andere Konstellation vorstellen. Das ist ungefähr das, was andere Leute, Firmen machen, wenn sie sich Berater reinholen für eine Zeit. Und bei uns ist es halt auf Dauer gestellt. Das ist jetzt interessant. Also die Stelle ist ja unbefristet. Also ich werde das, im Moment gehe ich davon aus, dass ich das auch auf Dauer, wirklich auf Dauer mache. Also lang. Als ich diese Ausschreibung gelesen habe, dachte ich,
Also steckt da etwa eine digitale Strategie dahinter, von der ich bisher immer nie irgendwo gehört habe? Wenn da eine digitale Strategie dahinter steckt, wie lautet die? Gibt es so eine Vision, also in 5 Jahren stehen wir da oder da? Ja, das ist die erste Aufgabe, sowas zu erarbeiten. Also dazu muss man ja eine Art Anamnese machen, also eine Art Bestandsaufnahme, was es gibt, technisch. Es hat auch mit den Räumen zu tun, den Räumlichkeiten. Also das ist in Lingen spezifisch, das ist bei anderen Volkshochschulen wieder spezifisch. Es hat mit den regionalen Verhältnissen zu tun, wie weit fahren die Leute, um zu uns zu kommen, wenn sie herkommen. Und wer interessiert sich überhaupt für unser Angebot? Das sind alles viele schwierige, einzeln festzustellende Sachen. Und wir werden, wir haben jetzt, glaube ich, Anfang Februar haben wir gesagt, wird die Volkshochschule intern zusammenkommen zum großen Workshop außerhalb der Volkshochschule, also wie so eine Art Workshop, 2 Tage Workshop-Atmosphäre und dann eben genau das versuchen zu erstellen, was du da gesagt hast. Dazu gibt es jetzt schon sehr viele Bausteine. Also natürlich, ich arbeite jetzt seit 2 Monaten und bin da sehr, das ist sehr intensiv. Also ich kann da schon einiges dazu sagen, aber wirklich die Strategie wird im Februar von uns gemeinsam hoffentlich vor unseren Augen entstehen. Und was soll die leisten? Die soll sagen, wie soll die Volkshochschule in 3 Jahren aussehen, weil viel länger voraus zu planen macht wenig Sinn. Und dann soll sie davon abgeleitet sagen, wie soll sie dann in einem Jahr aussehen, wenn wir in 3 Jahren dort stehen wollen. Und dann ist die nächste Frage, was machen wir die nächsten 3 Monate? So funktioniert das. Okay, dann habe ich schon eine Vorstellung davon. Ich hatte bisher so ein Bild, dass es gibt auch Volkshochschulen, wo der Leiter sagt, jeder Fachbereich hat im nächsten Jahr so und so viel Prozent Angebote im Bereich erweiterte Lernwelten, also digital unterstützt in der einen oder anderen Form. Gab es bei euch, bevor du kamst, auch so eine Ansage? Nein, nicht, dass ich wüsste. Also ich denke mal, es gab so eine Art allgemeine, durchaus breite, von den Leuten selbst getragene Idee, irgendwie sollte man das schon machen. Also zum Beispiel in der Berufsbildung hat sich ein Kollege bereits schon, die hatten gerade sich eine Kamera gekauft und fangen gerade an, Videos mit ihren Dozenten aufzunehmen. Nicht als technische Spielerei, sondern da geht es wirklich um den Kurs, wo man überlegt, kann man da nicht Sachen auslagern, so Flipped Classroom-mäßig. Und das haben die auch bereits gemacht, also das hat mit mir gar nichts zu tun, das ist schon gelaufen oder ist gerade im Begriff gemacht zu werden. So. Also es ist auch nicht vorher noch nicht fertig gewesen. Bei der Sprache gab es auch schon Ansätze und die sind auch eigenmotiviert sozusagen entstanden, also nicht aufgrund von festen, abstrakten Vorgaben. Aber allen ist irgendwie klar, wir müssen uns bewegen. Also das ist, glaube ich, in der Lingener Volkshochschule schon mal eine sehr gute Ausgangsposition, dass alle sich da einig sind. Die sagen, ja klar, wir können den Betrieb so, wie wir jetzt machen, der wird nicht 10 Jahre so weiterlaufen. Jetzt, wir haben eine relativ gute wirtschaftliche Situation im Moment, aus diversen Gründen, die man jetzt, die auch wieder sehr spezifisch sind. Wir haben eine sehr starke berufliche Bildung, mit der man irgendwie relativ viel Geld verdient. So, das ist jetzt besonders in Lingen und jetzt haben wir ein bisschen Spielraum. Aber im Grunde gilt das auch für Volkshochschulen, die keine gute Situation haben, vielleicht erst recht, weil die können ja nicht weniger machen auf dem Gebiet, sondern müssen ja eher mehr tun. So, ja, und das war jetzt der Gedanke, glaube ich, von Seiten der Leitung, dass man gesagt hat, okay, also jetzt müssen wir in die Puschen kommen, damit man, weil es dauert. Und das kann ich jetzt schon sagen, es wird dauern und wir werden da jetzt nicht so, also das nächste Heft wird jetzt gerade erstellt, da muss jetzt irgendwas drinstehen, aber die richtig große Offensive werden wir im übernächsten machen. Okay. Was da genau drinsteht, wissen wir noch nicht. Jetzt noch mal ganz kurz, ne? Das macht man ja immer so schön. Du hast ein Buch geschrieben. Und zwar Genau. schlappe 600 Seiten. Da steht das ganz große Bild. Jetzt musst du es ganz stillhalten, sonst ist es unscharf. Mindesthaltbarkeit, das fand ich toll. 5 Jahre. Da bin ich gespannt. Die Uhr tickt, die Zeit läuft. Genau. Und dann ist es noch eine Landkarte für richtige Entscheidungen. Also da hast du dir ja richtig was ins Stammbuch geschrieben. Sag mal, 2 Sätze dazu, nicht mehr, weil länger Klar, Zeit haben wir leider ist nicht. klar. Naja, ich hatte es fertig, ich musste den Klappentext schreiben. Ich habe mir überlegt, was kann ich jetzt schon auch marketingmäßig Positives sagen,
aus reinem Herzen, wo ich sage, das wären jetzt die Gründe, dieses Buch A zu lesen, B zu kaufen. Und ja, was habe ich geschrieben? Das ganze große Bild, naja, es ist eine Zumutung, es sind 600 Seiten, es sind 9 Teile, es handelt von allen Aspekten der Digitalisierung und der Bildung. Niemand liest es einfach durch, man kann die Teile einzeln lesen, also man kann jetzt einen Teil lesen über Schulen, das ist einer von 9. Ja? Oder einen über Internet, digitale Vernetzung, was das eigentlich ist, was Digitalisierung ist, ist auch ein Teil. So. Also es ist eine Zumutung. Und dann habe ich gesagt, naja, was rechtfertigt diese Zumutung? Es ist das große ganze Bild. Ich kann das irgendwie nicht anders. Also ich wollte das nicht. Ich wollte die Hälfte schreiben. So, das war also das. Die Mindesthaltbarkeit, ja, es ist natürlich ein paradoxes Ding, ein Buch übers Internet zu schreiben und ein Buch zu schreiben, das 500 Seiten hat, 600. Und du fragst dich natürlich, warum? Erstmal liest es keiner und zweitens, das kannst du eh gleich wieder wegschmeißen nach einem Jahr. Und dann habe ich mir überlegt, ist das so? Und ich behaupte jetzt mal einfach so, nein, weil ich versucht habe, auf die tieferen Trends einzugehen. Also mir ging es darum, welche untergründigen Sachen, die ich schon länger beobachte, also das, was ich da reinschreibe, das fängt schon an mit 2005, 6, 7 und das Buch hat auch eine stark historische Komponente. Also es erklärt, wie es dazu kam, warum wir da stehen, wo wir stehen und versucht dann eben zu extrapolieren, was passiert in den nächsten 5 oder 10 Jahren. Und ich habe dann vorsichtig gesagt, na ja, wie lange hält das? Ich meine, zum Teil ist das der Stand von 2016 hier drin. Da habe ich gesagt, na ja, 5 Jahre kann ich garantieren. Ne? Das ist wie bei den Mindesthaltbarkeiten, du kannst das vielleicht auch noch später essen, aber das weiß ich dann nicht mehr so genau. Unter dem Aspekt, dass es nicht veraltet ist. Und dann Und gibt es noch Zeitgeschichte. Ja. es hat ja noch eine ganze Community gewartet, weil du hast das ja als Ja, Crowdfunding-Projekt das aufgesetzt war und peinlich, hast genau. damit ja schon eine ganz neugierige Gemeinschaft erzeugt. Gut, Martin, dann hast du mich sehr neugierig gemacht und ich möchte mindestens dann nach eurer zweitägigen Klausur zum Thema Digitalisierung ein weiteres Gespräch mit dir führen, weil ich glaube, dass an so einer Stelle dieser Prozess ganz interessant ist, auch für andere Volkshochschulen, wie sie in den Start kommen und was sozusagen dann so strategische Maßnahmen wären. Ja. Also grüße deine Chefin. Ich bin Ja, sehr neugierig und wir fragen gerne nochmal weiter nach. ja. Ja? Mach ich. Dankeschön Okay. für das Ciao. Gespräch, Martin. Tschüss.